Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Fail Super Mario 64. Jo, wir hatten jetzt die Aufgabe hier, stampfe mächtig auf, wo ich ja vor ein paar Minuten, das nehme ich jetzt gerade in 1 so gesagt auf, habe ich ja einen schönen Safe State mitten in der Luft gesetzt. Und das war ja so schön, da habe ich mir gedacht, komm, mach das nochmal, also ist ja, ne? Das sehen wir ja nicht so eng und ich sehe gerade, die Uhr, die läuft schneller als gedacht. Das ist nicht schön. Warum? Boah, geh bloß weg! Warum läuft die Uhr jetzt... Oh Gott. Warum läuft die Uhr jetzt schneller? Ich verstehe es nicht. Kann mir da mal irgendwie einer einen Tipp geben? Das wird ein Spaß. Mit freundlicher Unterstützung von Kegelgott 1986, alias der Kegel-Let's-Player. Aber Vorteil ist, wir können nicht Game Over gehen. Ew, jetzt geht das schon wieder los. Sag mal, bleibst du Spaß jetzt da mal oben? Seh zu, dass du da hochkommst, ey. Sonst hast du mich hier gleich sonst wo. Ja, danke schön. Aber am Anfang der Stunde läuft die Uhr nicht so schnell und zum Ende der Stunde läuft sie ganz schnell. Und... Ja, sie läuft langsamer. Das ist schön. Weil sowas tue ich mir nicht nochmal an. Außer die Uhr muss ganz schnell laufen, aber... Aber so nicht. So, jetzt wollen wir mal versuchen, diesen verkrüppelten Stern einzusammeln, den wir ja vorhin schon gesehen haben. Und ich komme hier wahnsinnig gut hoch. Nur leider ist dann hier Feierabend. Danke. So. Und einmal drehen. Genau, danke schön. Oh, meine Lieben, speichern wir F5 und laden F7. Das muss ich mir jetzt mal langsam gemerkt haben. Oh, und ich stehe auf meinem Kabel. Das ist nicht toll. So, und ich Vollidiot habe schon mehr nicht auf die Zeit geachtet. Nee, ist nicht. Ist nicht. Danke. Boah, das gibt's doch nicht! Rage Mode Active! Herr, schenk mir Kraft, diesen vermaledeiten Stern zu holen! Sonst hast du mich hier liegen. Und ich bin tot. Und die ganze Welt freut sich. Nee, safe state. Wo ist der Zeiger?
Ja, man sollte bitte auf dem Zeiger stehen bleiben. Wäre immer so ein kleiner Vorteil. So, ich habe schon lange kein Safe State mehr gemacht. Ist mir scheißegal, auch wenn ich jetzt die restlichen 13 Sterne, die ich jetzt noch brauche, mit Safe States hole. Ich werde das Spiel auf 100% durchspielen und wenn ich dafür Safe States nutze, dann nutze ich Safe States. Oh, Baby, das sieht ja wieder scheiße aus. Entschuldigung. Bin ein bisschen verhustet heute. Geschafft! Seit langem mal wieder einen Stern gekriegt, das ist schön. Stampfe möchte ich auf. Schön. So. Und ich glaube, der nächste ist jetzt... Springe zu den roten Münzen oder sammle die roten Münzen. Nee, springe auf den Schwebebalken. Gut. Springe auf den Schwebebalken. Hm. Ich weiß nicht, welcher Stern gemeint ist. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Wow. Ich mache es jedes Mal. Ach, da oben ist noch einer. Ja, das ist ja ein Ding. So eine Scheiße. Ach, muss ich oben etwa mit dem Ding auch noch eine Runde fahren, oder was? Moment, das müssen wir uns mal ein bisschen weiter von oben angucken. Jetzt hat's kurz geleckt. Dankeschön. So, das scheint ja dann hier über dem Dings zu sein. Irgendwie ja nicht, aber... Ja... Normal, ne? So, und M's. Schmecken gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu dem Stern hinkommen soll. Und das ist nicht schön. Ja. Wow, 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 wow. Muss ich in die Richtung? Moment, da ist er doch. Muss ich hier vielleicht rüber? Boah, bist du blöd! Dumm wie ein Stück Brot! Super, und wo bin ich jetzt gelandet? Jo. Genau an dem Ort, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Aber hey, mich fragt ja sowieso keiner. Oh, du Heimchen, geh mir weg. Energie! Ja.
So, jetzt fahren wir lieber nochmal eine Runde. Ist mir ein bisschen sicherer. So, und nun gehen wir ja hoch. Er war sogar richtig. Boah. Danke. Danke, Jesus. Springe auf den Schwebebalken. Jo. Alles klar. So. Jetzt fehlt uns ja hier noch der der 8 rote Münzstern und der 100 Münzstern. Ich glaube, das Beste wird sein, wenn die Uhr da ganz langsam läuft. Also, ungefähr um die Zeit rein. So, genau, finde die 8 roten Münzen. Ja, ich glaube, so ungefähr 7 Minuten müsste ich noch haben. Ach, ansonsten wird der Part ein bisschen länger. Ist ja scheißegal. So. Okay, dann fangen wir mal hier an. Ja, das ist ja natürlich mal wieder ganz toll. Meine Münze. Jo. Münze eingesammelt und gleich gestorben. Das ist Respekt. Respekt, my boy. Das ist Gesetz very, very good. So. Genau. Das ist echt gekonnt. Nach 2 Münzen gleich gestorben. Ja, du solltest das Ding auch mal nehmen. Oh, gleich beide gekillt. Das schön. Das freut mich aber. Wow, 10 Münzen. So, ich glaube, das hier mit den roten Münzen. Moment. Okay. Ich will nur mal kurz was ausprobieren. Also nicht wundern. Okay, so komme ich da nicht dran. Das heißt, ich muss dann von oben mich herabarbeiten. Das wird lustig. Aber ich bin gerade am Überlegen. Es wäre eigentlich doch besser, wenn die Uhr stehen bleibt. Na gut, 19 Münzen habe ich ja schon mal. Genau, einmal drehen. Jo, danke. Sehr freundlich. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich könnte noch irgendwie eine Münze mitnehmen oder so. Aber das war ja wohl Schuss in den Ofen. Ja. Mann, geh da hoch, du Spast! Nee, komm, weißt du was hier? Stürzen und Tod. Das wird anders gemacht. Ja. Komm, du Hirni. So, einmal warten, bis auf 12 der Zeiger steht. So. Das müsste ja eigentlich auch so möglich sein, diese Scheißdinger zu bekommen. So. Okay. Normalerweise könnte ich die roten Münzen... Jetzt auch schon, sondern jetzt hat es wieder so derbe geleckt. Ich glaube, ich muss gleich einen Schnitt machen. Ich glaube, da komme ich leider nicht drum rum. So.
Okay, die letzten zwei roten Münzen hole ich jetzt noch. Normalerweise könnte ich jetzt auch den Part mit dem Stern beenden, aber nein, wir müssen ja noch die Dingsmünzen sammeln. Also Leute, ich mache hier einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Tschö mit Öl.